Hey Leute und ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Und ja, in diesem Video geht es wie jede Woche Donnerstag um die aktuelle GTA Online Event Woche. Und ja, bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos, um wirklich nichts über die aktuelle Event Woche zu verpassen. So, und fange ich jetzt auch mal an. So, als erstes ist ein neues Fahrzeug im Spiel hinzugefügt worden. Und zwar die Nakazaki Strider. Und ja, die seht ihr hier gerade vor mir, die kriegt ihr ungefähr für 600.000 bei Legendary Motorsport. Und ja, über das Motorrad kommt die Tage auch nochmal ein Video. So, dann kommen wir zu den doppelten Verdienstmöglichkeiten diese Woche. Es gibt doppelt GTA Dollar und RP auf die Gunrunning Verkaufsmission und auf die Bunker-Serie. So, dann kommen wir zu den Rabatten. Erstmal die für die Twitch Prime-Mitglieder. Für die gibt es wieder eine 100%ige Rückerstattung auf die Spielhalle Pixel Pay im Paletto Pay. Und 35% hier auf dem Panzer, und zwar auf den Winnie Saba. So, das waren schon die Twitch Prime Rabatte. Jetzt kommen wir zu den normalen Rabatten. Auf den Scramjet gibt es 35% Rabatt drauf. So, dann noch auf den Ruina 2000, den ihr hier unten seht. Auf den gibt es auch 35% Rabatt drauf. So, und dann noch auf die mobile Kommandozentrale. Und da auf die Renovierungen und Verbesserungen. So, dann gibt es noch ein Fahrzeug bei Benny im Angebot. Und zwar gibt es 35% auf den Karin Sultan RS. Also auf diesen Wagen. Und davon halt die Verbesserung bei Benny. So, dann, das waren jetzt schon alle Rabatte. Jetzt kommen wir zum Auto, was ihr diese Woche im Casino gewinnen könnt. Und zwar ist das hier der Overflot Omegon. Und ja. So, dann kommen wir jetzt auch noch zum Premium-Rennen und zum Zeitrennen. So, das Premium-Rennen ist hier diese Woche und das ist, Verkehr ist, wenn's kracht. So, dann das normale Zeitrennen ist hier. Das ist von einem Ende zum anderen Ende. So, das RC Bandito-Zeitrennen ist hier diese Woche und das ist Elektrizitätswerk. Und ja, Leute, das war's dann auch schon mit der aktuellen GTA Online Eventwoche. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Eventwoche findet. Und dann war's das auch schon mit dem Video. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr rund um GTA Online nichts verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und dann bin ich erstmal wieder raus. Ciao, Leute.